Frau Badum, Sie haben vorhin einen Satz gesagt, und zwar, der Verkehr muss sinken. Der war bemerkenswert, der ist aus Ihrem grünen Programm. Aber was dahinter steckt, ist doch nur, dass Sie den Leuten das Auto wegnehmen wollen. Aber gut, dass Sie es mal schon gesagt haben. Die AfD wird sich immer für einen preiswerten individuellen Autoverkehr einsetzen. Die deutsche CO2-Vermeidung hat weltweit gesehen allerdings das Niveau eines Fliegenschisses. Deutschland emittiert 1,8% Tendenz sinkend, China 31% Tendenz steigend, USA 14% und Indien 7%. Das heißt, die deutsche Einsparung hat lediglich symbolischen Charakter. Aber die Kosten, die sind enorm. Denn die Emissionen sind im Verhältnis zu unserer Produktion ja schon sehr gering. Wo soll denn da die Einsparung herkommen, wenn nicht durch Produktionsverlagerungen ins Ausland? Und genau das passiert leider hier in Deutschland. Deutsche Unternehmen werden aufgrund der hohen Energiekosten aus dem Land oder in die Insolvenz getrieben. Die Kunden und Steuerzahler erleiden durch die mutwillige Zerstörung der Strom- und Gasversorgung massive Wohlstandsverluste. Die linksgrüne Politik der Bundesregierung setzt technologiefeindlich nur auf Windmühlen und Sonnenstrom. Deren Vertreter haben sich blind und verantwortungslos in das Hirngespinst eines wetterabhängigen Stroms ohne Speicherung festgebissen und nehmen das ganze Land in Mithaftung. Und genau das müssen wir ändern. Unter der verfehlten Energiepolitik sollen nicht alle leiden müssen. Wir brauchen also den Einzug des Verursacherprinzips in die Stromtarife. Diejenigen, die CO2 vermeiden wollen, aber trotzdem die Kernenergie ablehnen, sollen beim Strom also ihren eigenen Tarif bekommen. Da müssen natürlich alle Kosten abgedeckt werden, Herstellkosten, Rückbaukosten der Windräder, Umweltschäden, Tierschäden, gesundheitliche Risiken, Netzausbaukosten, Behinderung der konventionellen Stromerzeugung und natürlich die sozialen Kosten wie Landschaftsverschandelung, Lichtverschmutzung in der Nacht und Lärmbelästigung. Naja, und diejenigen, die also mit Kernenergie CO2 vermeiden wollen oder eben nichts vermeiden wollen, die kriegen dann den preiswerten konventionellen Tarif. Und in einer sozialen Marktwirtschaft mit ihrem Verursacherprinzip dürfte das doch kein Problem sein, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle mit einem Märchen aufzuräumen: Wind- und Solarstrom ist mit die teuerste Verstromungsart. Und die Kernenergie ist preiswert. Wir stellen einfach mal die Subventionen gegenüber. Diese 1 Milliarde und mehr Kosten der Energiewende zu den 140 Milliarden der Kernenergie, die in den letzten Jahrzehnten gezahlt worden ist. Und im Übrigen, ja, Herr Kollege, ohne Subvention, die Redezeit ist zu Ende. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.